Um einen Klon zu erschaffen, benötigt man auch eine genetische Vorlage. Diese kann auch eine von Darth Vader abgetrennte Hand sein. Das heutige Video beschäftigt sich mit der Geschichte, wie Luke Skywalker geklont wurde. Viel Spaß! Als sich Luke Skywalker in der Wolkenstadt in Bespin mit Darth Vader duellierte, verlor er ja dort auch bekannterweise sein Lichtschwert und seine Hand. Diese wurden dann von dem Ugnaught Grogan gefunden. Er wollte das Lichtschwert einschmelzen, um Metall daraus zu bekommen, jedoch wurde er dann von Darth Vader aufgehalten, welcher dann sowohl das Lichtschwert als auch Lukes Hand an sich nahm und den Imperator als Trophäe brachte. Dieser befahl, die beiden Gegenstände nach Wayland zu bringen, um es dort in seinem geheimen Lagerhaus unterzubringen. 9 Jahre nach der Schlacht um Yavin, also schon nach der Zerstörung des Todessterns und dem Tod des Imperators, wandte dann der verrückt gewordene, ebenfalls geklonte dunkle Jedi Jorus Sabayoth einen Gedankentrick an Admiral Thrawns untergeordneten Captain Pelion an, der ihm dann befahl, einen Klon von Luke Skywalker zu machen. Dieser wurde aus einer Gewebeprobe von Lukes abgetrennter, konservierter Hand gemacht und in einem Sparty-Klonzylinder in weniger als nur einem Monat gezüchtet. Er erhielt den Namen Luke Skywalker, so wie Luke, nur mit 2 U's. Er wurde dann von Sabayoth mehr oder weniger in den Wegen der Jedi ausgebildet und nahm dann die Rolle der ausführenden Hand, schlechtes Wortspiel, von Sabayoth an. Der verrückt gewordene geklonte Jedi wollte den echten Luke Skywalker und die ehemalige Hand des Imperators Mara Jade auf die dunkle Seite ziehen und sie als Schüler nehmen. Als sie sich weigerten, entfesselte Sabayoth Luke, um zu zeigen, dass er immer einen Skywalker hätte, welcher ihm dient. Der Klon kämpfte mit Lukes altem Lichtschwert, welches er auf Bespin verlor, als er gegen den echten Luke kämpfte. Die Tatsache, dass Luke eigentlich gerade gegen sich selbst kämpft, macht den Kampf für ihn ziemlich schwierig. Luke erwies sich unerwartet kompetent im Lichtschwertduell und beherrschte auch viele Machtangriffe, genau gleich wie Luke. Es kam dann auch noch Leia Organa Solo hinzu, welche jedoch schnell von Sabayoth kampfunfähig gemacht wurde. Der Kampf war knapp. Und als Mara Jade die Gelegenheit sah, schnappte sie sich Leias Lichtschwert, diese wurde nämlich in Legends zu einem Jedi ausgebildet und erstach Luke. Sabayoth wurde kurz darauf ebenfalls getötet. Das Duell war schon längst vorbei und trotzdem hatte Luke noch zahlreiche schlaflose Nächte, da er mit dem Gefühl nicht so ganz klar kam, dass er eigentlich gegen sich selbst kämpfte, um sich quasi selber sterben sah. Ich hoffe, ich habe alle eure Fragen zu dem Thema geklärt. Wenn ihr etwas nicht so ganz verstanden habt, dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Aber bitte bedenkt, dass die Geschichte rein Legends ist und nichts mit den Geschehnissen der neuen Filme zu tun hat. Jedoch war es das schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr meinen Content allgemein cool findet, könnt ihr meinen Channel auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.